Es ist noch gar nicht so lange her, da haben wir bei dem Bau von großen Verkehrsflugzeugen von einem Duopol, gebildet aus Airbus und Boeing, gesprochen. Beide Flugzeughersteller waren gefühlt zumindest auf dem allerbesten Weg zu 1000 Auslieferungen pro Jahr. Was daraus geworden ist, das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Kleiner Spoiler an der Stelle schon mal vorweg. 1000 Auslieferungen für das Jahr 2020 peilt weder Boeing noch Airbus an. Das wird wohl keiner mehr schaffen. Das wird ein bisschen knapp. Es sei denn, Boeing findet für ihre wundervolle 737 MAX noch ein richtig tolles Verkaufsargument, sodass auf einmal jeder eine haben möchte. Denn mittlerweile hat man von diesem wunderschönen Flugzeug schon 450 Stück vorproduziert. Zusammen mit den 387 Maschinen, die man bis zu dem Beginn des Flugverbotes für die 737 MAX ausgeliefert hat, kommt man da jetzt auf stabile 837 Flugzeuge, die man zum aktuellen Zeitpunkt gar nicht nutzen kann. Das bedeutet, nebeneinander aufgestellt, knapp 30 Kilometer lang 737 MAX, die Hälfte davon unbenutzt. Die Wahrscheinlichkeit, dass Boeing all diese Flugzeuge in naher Zukunft los wird, ist in etwa so gering wie die Wahrscheinlichkeit, dass euch jetzt in einer Dachgeschosswohnung kalt ist. Sehr unwahrscheinlich. Damit, mit diesem wundervollen Prachtexemplar von Flugzeug, hat sich Boeing bereits im Jahr 2019 die Auslieferung für das gesamte Jahr völlig verhagelt und damit ordentlich Spannung aus der Frage rausgenommen, ob Airbus es im Jahr 2019 schaffen wird, nach Auslieferung der größte zivile Flugzeugbauer der Welt zu werden. Haben sie geschafft. Noch 2018 sah die Nummer komplett anders aus. Da sah es eher nach einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Airbus und Boeing aus. Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat 2018 ganz genau 800 Flugzeuge ausgeliefert. Bei Boeing waren es im gleichen Zeitraum 806 Flugzeuge. Und auch wenn die Frage nach der letztendlichen Zahl und wer da jetzt mehr gebaut hat und so gar nicht unbedingt so relevant ist, stand das für ein Konkurrenzkampf für einen Wettbewerb auf Augenhöhe zwischen den beiden Herstellern und dafür, dass sich diese beiden Hersteller immer und immer weiter gegenseitig gepusht haben, sodass es von extern unfassbar schwer war, überhaupt irgendwie in irgendeiner Form einen Fuß in diese Branche zu setzen. Die Überlegenheit der A320-Familie gegenüber der 737-Familie von Boeing war auch zu diesem Zeitpunkt schon recht gut absehbar. Allerdings bedeutet das ja gleichzeitig, Boeing hat im gleichen Zeitraum deutlich mehr teurere, größere Langstreckenmaschinen, allen voran die 787, ausgeliefert. Dann hat das ja irgendwie alles doch nicht so ganz funktioniert, wie man sich das mal gedacht hat. Ich habe es ja eben schon angekündigt, 2019 lief für Boeing dann nicht ganz so gut. Da war recht schnell klar, wer das Rennen machen wird. Airbus konnte im Jahr 2019 ganze 863 Flugzeuge ausliefern und damit 63 Flugzeuge mehr als noch ein Jahr zuvor. Boeing konnte im gleichen Zeitraum nur 380 Flugzeuge ausliefern und damit nicht mal halb so viele wie noch ein Jahr zuvor. Grund dafür 737 MAX. Das bedeutet, im Jahr 2019 wurde Airbus mit einem noch nie dagewesenen Abstand beim Thema Auslieferung zum größten Verkehrsflugzeugbauer der Welt. Naja, und seitdem, jetzt haben wir das spanische Wort für Krone noch gar nicht benutzt, haben noch gar nicht mit der aktuellen Krise angefangen, ist ja aber logisch, dass das alles nochmal komplett durcheinander gebracht hat. Das erste Halbjahr 2020 ist rum. Von Januar bis Juni 2019, also im vergangenen Jahr, konnte Airbus ganze 389 Flugzeuge ausliefern, also 9 Flugzeuge mehr als Boeing im gesamten Jahr 2019. Von Januar bis Juni 2020 konnte Airbus allerdings nur noch 196 Flugzeuge ausliefern. Davon 157 aus der A320-Familie. Das ist natürlich deutlich unter den Vorjahreswerten, allerdings muss man auch sagen, es hätte deutlich schlimmer kommen können. Denn klar, irgendwie die Basis für diese ganzen Auslieferungen im Jahr 2020 ist sicherlich auch irgendwo die starke Verhandlungsposition, die Airbus zum aktuellen Zeitpunkt hat. Allerdings dafür, dass im April 2020 die kommerzielle Luftfahrt zu ungefähr 75% eingebrochen war und auch heute immer noch etwa 50% weniger kommerzielle Flüge durchgeführt werden als im Vorjahreszeitraum. Dafür konnte Airbus doch eine ganze Menge neue Flugzeuge an den Mann bringen. Und das ist wirklich wichtig, denn erst bei der Übergabe eines neuen Verkehrsflugzeuges an die Fluggesellschaft wird ein Großteil des Kaufpreises an den Hersteller überwiesen. Zwar dürften die Rabatte für zeitige Übernahmen zum aktuellen Zeitpunkt recht ordentlich sein, aber das ist dann eben alles Verhandlungssache zwischen der jeweiligen Fluggesellschaft und dem Flugzeughersteller. So hat beispielsweise auch Lufthansa die Anzahl der neuen Flugzeuge, die man jetzt in naher Zukunft von Airbus übernehmen wird, reduzieren können.
Neue Flugzeuge gibt es aber trotzdem. So hat man beispielsweise jetzt gerade erst vor wenigen Tagen mit der November Zulu den ersten A320neo für Lufthansa mit schwarzer Brille übernommen, also mit dieser schwarzen Umrandung rund um die Cockpitfenster. Muss ich gestehen, mittlerweile bin ich ja echt überzeugt. Also so ein A350 von der Lufthansa in der neuen Lackierung mit der schwarzen Umrandung, dann noch so ein A320 in der neuen Lackierung mit schwarzer Umrandung, das hat schon was, sieht schon gut aus. Aber bevor die Freude zu groß wird, das Ding wurde dann direkt nach der Auslieferung von Finkenwerder nach Schönefeld geferried, also leer einfach darüber geflogen. Was war das für ein komisches Wort? Auf jeden Fall, das Flugzeug befindet sich zum aktuellen Zeitpunkt leider noch nicht im aktiven Linienbetrieb der Lufthansa. Und so ist die Sache mit den Auslieferungen von neuen Flugzeugen zum aktuellen Zeitpunkt, wie so vieles in der aktuellen Zeit, ein Kompromiss, den man eingehen muss. Eine Verhandlungssache zwischen Flugzeughersteller und Fluggesellschaft. Allerdings eine Verhandlungssache bzw. ein Kompromiss, bei dem Airbus definitiv deutlich besser wegkommt als Boeing. Wizz Air beispielsweise, eine Fluggesellschaft, die schon seit ziemlich langer Zeit ein teuer Airbus-Kunde ist, die sehen jetzt in der aktuellen Zeit schon wieder eine Chance, sich jetzt Marktanteile zu sichern, die sich andere Fluggesellschaften dann später ganz einfach nicht mehr holen können. Also versteht mich nicht falsch, logischerweise hat auch die ungarische Billigfluggesellschaft aufgrund der aktuellen Situation richtig ordentlichen Dämpfer bekommen. Allerdings möchte man jetzt eben sinnvoll an allen möglichen Ecken und Enden Lücken erkennen am Markt, dann mit dem effizientesten Fluggerät, was gerade so verfügbar ist, in diese Lücken springen, bevor andere Fluggesellschaften aufgrund von einem zu hohen Risiko in der aktuellen Zeit oder ganz einfach aufgrund von zu hohen Betriebskosten überhaupt daran denken können, Flüge dort jetzt wieder anzubieten. Das geht tatsächlich so weit, dass man geplante Auslieferungen bei Airbus vorziehen möchte. Das ist ja etwas, was sich höchstwahrscheinlich zum aktuellen Zeitpunkt gar keine andere Fluggesellschaft erlauben kann. Das, was man dort aber zum aktuellen Zeitpunkt verhandelt, ist irgendwie gut für alle möglichen Beteiligten. Denn damit rutscht Wizz Air in Auslieferungsslots, die eigentlich ja schon bereits für andere Fluggesellschaften vergeben waren. Das ist gut für die Fluggesellschaft, die ihre Flugzeuge später haben möchte. Das ist gut für Airbus, da sie trotzdem etwas in diesen Auslieferungsslots drin haben, dass sie trotzdem Flugzeuge rechtzeitig bauen können, Flugzeuge rechtzeitig ausliefern können und auch rechtzeitig an ihr Geld kommen. Und es ist allem Anschein nach auch gut für Wizz Air, die im Jahr 2021 nun damit mit 30 Flugzeugen immerhin 5 Flugzeuge mehr übernehmen möchten, als ursprünglich mal geplant war. Also, das mit den positiven Nachrichten zum Ausliefern neuer Flugzeuge, das hält sich alles noch so ein bisschen in Grenzen, geht allerdings bereits schon wieder in eine richtige Richtung. Mal gucken, ob ich die Zahlen noch zusammenkriege. Im April 2020 hat Airbus 14 Flugzeuge ausgeliefert, im Mai waren es dann 24 Flugzeuge, im Juni dann bereits 36 Flugzeuge und im Juli waren es jetzt schon wieder 49 Flugzeuge. Letzteres kommt dann nochmal auf die vorhin bereits genannte Halbjahreszahl obendrauf. Unterm Strich sind das nur etwa halb so viele Flugzeuge wie im Vorjahreszeitraum, aber man arbeitet dran. So, jetzt schauen wir mal bei dem anderen Kollegen vorbei und da sieht es bei Boeing irgendwie ein bisschen anders aus. Da geht das Ganze jetzt aktuell in eine andere Richtung. Boeing hat im ersten Halbjahr 2020 nur 70 Flugzeuge ausgeliefert. Im ersten Quartal 50 Flugzeuge, im zweiten Quartal 20 Flugzeuge. Das ist nicht sonderlich viel, vor allem waren das nicht einmal alles zivile Flugzeuge und schon gar nicht alles Passagierflugzeuge. 4 Boeing 737 hat man ausgeliefert und davon ging ja keine an irgendeine Fluggesellschaft. Das waren alles militärisch genutzte Maschinen. Dazu konnte man noch 18 Boeing 767 ausliefern, das waren alles Frachtflugzeuge. Eine Boeing 747, die ging an UPS, ist also auch ein Frachtflugzeug. Und von den 14 777, die man ausliefern konnte, waren fast alles Frachtflugzeuge. Ist natürlich nicht weiter schlimm, dass das Frachtflugzeuge sind. Hauptsache, man hat was zum Ausliefern und die Frachter, die Boeing da baut, die sind ja, wenn es eine 777 oder eine 747 ist, auch sehr, sehr teure Frachtflugzeuge, die ja massig Geld bringen. Aber so richtig laufen tut das ja nicht. Im Juli sah es dann allerdings nochmal schlechter aus. Da konnte man bei Boeing nur 4 Flugzeuge ausliefern, Hälfte davon Passagierflugzeuge, also 2. Ja, versteht mich nicht falsch. Logischerweise hat man auch bei Boeing ein wirklich starkes Portfolio an Flugzeugen, aber eben ein zum aktuellen Zeitpunkt ganz einfach überhaupt nicht gefragtes Portfolio an Flugzeugen. Das klingt noch ein bisschen drastischer, als es letztendlich wirklich ist. Natürlich hat auch Boeing interessante Flugzeuge, keine Frage. Vor allem haben sie zum aktuellen Zeitpunkt interessante Frachtflugzeuge, die unter allen Punkten wohl besser sind als das, was Airbus dort zum aktuellen Zeitpunkt zu bieten hat. Aber ihr versteht, was ich meine. Ohne eine funktionierende 737 MAX sieht das dort mit den Auslieferungen wirklich, wirklich mau aus. Das war aber auch zu erwarten. Und auch bei den Bestellungen sieht es nicht wirklich besser aus.
was aber wohl ganz einfach daran liegt, dass Boeing aufgrund der 737 MAX und auch bei der 737 MAX eine sehr viel schlechtere Verhandlungsposition gegenüber den Fluggesellschaften hat als Airbus bei der A320 bzw. A320neo-Familie. 366 Bestellungen hat Boeing bis Ende Juli minus gemacht. Das ist eine ganze Menge und vor allem eine sonst so nicht dagewesene Entwicklung. Und es kann auch durchaus sein, dass das da noch so weitergeht. Das bedeutet nicht, dass man bald bei Boeing nichts mehr zu bauen hat. Natürlich haben die noch eine ganze Menge Flugzeuge, wie viele, das sage ich gleich nochmal, eine ganze Menge Flugzeuge in den Büchern stehen, die man noch zu bauen hat. Aber es ist einfach eine ungewohnte Entwicklung. Airbus ist 2020 trotz der aktuellen Situation mit knapp 300 Flugzeugen bei den Bestellungen im Plus. 302 oder so sind es ganz genau. Das sieht ganz anders aus als bei Boeing. Airbus hat zum aktuellen Zeitpunkt noch etwa 7.500 offene Bestellungen für ihre Flugzeuge. Knapp 6.000 davon gehen aufs Konto der A320neo-Familie. Boeing hat zum aktuellen Zeitpunkt noch offene Bestellungen für 5.200 Flugzeuge ungefähr und über 4.100 Bestellungen sind dafür für die 737 MAX-Familie. Macht mit diesen Zahlen, was ihr wollt. Und übrigens, Comac oder wie auch immer das ausgesprochen wird, aus China, die planen mit der Zulassung ihrer C919, also dem Konkurrenzmodell zur A320 und 737-Familie, die planen mit der Zulassung für das Jahr 2021 und haben nach eigener Aussage für das Flugzeug zum aktuellen Zeitpunkt bereits über 800 Bestellungen. Was ja schon mal ganz ordentlich ist. Und sie haben vor einigen Tagen oder vor einigen Wochen, Ende Juli war es, sie haben vor einigen Wochen bereits die ersten drei Exemplare ihres Regionaljets ARJ21 ausgeliefert an die ersten drei Kunden. Da passiert also auch ein bisschen was und mal schauen, wie die aktuelle Situation für sich nutzen können. Damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Kleines bisschen Werbung am Ende noch in eigener Sache. Heute können wir als einer der wenigen zum ersten Mal den neuen Microsoft Flight Simulator 2020 live streamen. Das heißt, heute ab 19:30 oder 20 Uhr, das muss ich leider auswürfeln, gibt es auf jeden Fall einen Livestream zum neuen Microsoft Flight Simulator 2020. Ich versuche euch die Fragen zu beantworten, die ihr zu dem Thema habt. Und wir können uns einfach mal so ein bisschen was anschauen, wie das da so zum aktuellen Zeitpunkt aussieht. Denn so wie wir uns das heute Abend anschauen können, wird das dann höchstwahrscheinlich auch am 18., also in ein paar Tagen, für jeden zugänglich sein. So, dann geht heute noch ein großes Dankeschön raus an Niklas und an Fabian. Vielen lieben Dank für euren sehr, sehr großzügigen Support über meine Patreon-Seite. Damit helft ihr mir und dem Kanal sehr. Und dann sehen wir uns hoffentlich in den nächsten Tagen oder heute Abend bei einem neuen Video-Livestream wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.